Übung macht den Meister. Das ist nicht nur ein gutes Sprichwort, sondern eben auch eine Trophäe, die wir beim letzten Mal bekommen haben. Und damit willkommen zurück zur 19. Folge von Crash Bandicoot 1 in der Insane Trilogy. Ja, und die gab es eben dafür für alle 26 Relikte in allen 26 Leveln. Eben mit Gold oder besser. Und ja, das ist erledigt. Und jetzt müsste ich eigentlich für die Platin-Trophäe nur noch Cortex besiegen. Das würde die letzte Trophäe geben, die noch fehlt, die Gold-Trophäe Cortex N. Neutralisiert, also neutralisiert. Aber ich habe ja gesagt, ich will vorher den DLC machen. Und dann erst das Finale machen und dann eben die Platin-Trophäe holen. Damit, ich will einfach nach der Platin nicht mehr weiterspielen. Deswegen, also da ist das Projekt dann wirklich beendet. Und, naja, das ist Stormy Ascent und das ist ja ein sehr berüchtigtes Level. Es gibt zwei Trophäen. Suche und zerstöre, da muss man einfach alle Kisten zerstören und das Level beenden. Das werden wir jetzt gleich zuerst mal angehen. Und dann gibt es hier noch die Trophäe, eine antike Antiquität. Und dafür muss man hier eben auch ein Relikt holen, mit Gold oder besser. Also ein Goldrelikt oder halt ein Platinrelikt holen. Und das gehen wir in der heutigen Folge an. Und ja, dafür muss man sich das DLC runtergeladen haben im PSN Store. Und dann ist hier automatisch Stormy Ascent ganz oben. Das kann man auch am Anfang schon spielen, das ist gar kein Problem. Und da stand schon, viel Glück, du wirst es brauchen. Und ich freue mich jetzt extrem drauf. Also es ist mal wieder ein ganz normaler Run. Ich darf sterben, muss aber alle Kisten holen. Das sind 56, gar nicht mal so viele. Aber das Level ist schon ein bisschen länger. Und immer dran denken, Leute, das ist ein Level, was damals aus dem Originalteil geflogen ist, weil es zu schwer war. Deswegen, ja. Das ist nicht ohne, das Level. Aber hier, das ist jetzt erstmal nur so ein bisschen, das ist so ein bisschen, um das Level kennenzulernen. Oh, es gibt ein Brio-Icon, das ist gut, dass ich es nicht weggewirbelt habe. Das war schon mal ein Satz mit X. Aber ja, ich freue mich einfach jetzt drauf, das Level hier nochmal einfach ganz normal kennenzulernen. Das wird wichtig sein und danach will ich halt direkt das Relikt holen, weil dann hab ich halt eine gewisse Kenntnis über das Level. Und dann ist es halt die beste Gelegenheit, das Ganze zu machen. Es ist übrigens immer noch derselbe Tag. Es ist jetzt 19.26 Uhr mittlerweile. Und ja, ich würde gern eigentlich heute noch die Platin-Trophäe holen und danach würde ich gerne zum Dönermann. Was mache ich da eigentlich vom Timing? Das ist bescheuert. Und naja, jetzt lerne ich halt das Level kennen. Und dann weiß ich hoffentlich, wenn es dann drauf ankommt. Alter, ich raff's gerade nicht, ne? Das Timing ist auch nicht gut. Aber jetzt ist es okay, ist okay. Ich hoffe, bis dahin kann ich das Level einigermaßen und kenne hier so die Tricks und Kniffe, wo man aufpassen muss. Weil ich glaube, die Goldzeit ist hier auch ähnlich wie bei Dings, bei Slippery Climb einigermaßen human. Alter, was ist denn das für ein Timing hier gerade? Jetzt ist es besser. Wenn mir das da auch so passiert, ne? Ich meine, hier ist es nicht schlimm, hier kann ich mir alle Zeit der Welt lassen, das ist alles in Ordnung, aber wenn das da auch so ist, dann aber rest in peace, aber mal sowas von. Alter Schwede, ich bin immer noch am Anfang. Boah, ey. Zum Glück habe ich 99 Leben hier mitgebracht. Das sind auch die letzten Leben, die ich noch brauche. Gut, okay, bei Cortex kann man sie auch noch verbrauchen, das stimmt. Aber ja. Das Timing ist teilweise so eng, ne? Das Gute ist, man muss die Icons nicht mehr einsammeln, wenn man hier resettet. Also innerhalb eines Levels, wenn man Leben verbraucht. Hätte ich auch machen können jetzt. War wieder nicht gut. Auch kein gutes Timing. Jetzt aber. Ja, okay. Das muss ich mir merken, diesen Trick. Also diesen Move. Ist wahrscheinlich wichtig für die Relikt-Challenge. Vorsicht. Ah, sehr gut. Weiter war ich noch nicht. Ich hätte jetzt aber gerne mal einen Checkpoint. Einfach nur für die Sicherheit. Einfach damit ich weiß, okay, mir kann jetzt erstmal nichts mehr passieren. Ich bin mal weitergekommen. Aber schon krass, ne, wisst ihr, dass hier alles auf einen wartet. Da muss ich hin. Ja. 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 Nee. Nee, eigentlich nicht so. Dann lieber so. Und hier wieder rauf. Ah, blöd jetzt mit Maske, ne? Das ist auch so fies, dass der Checkpoint so spät erst kommt. Wahnsinn. Ich glaube, hier oben ist der erste Checkpoint. Ganz oben.
Nee, immer noch nicht. Doch. Oh mein Gott. Oh, Alter, wie schnell ist diese Plattform, bitte? Hier die... Oh, das wird so eine Qual, ne? Stellt euch mal vor, ich vergesse jetzt hier eine Kiste oder so. Würde durchdrehen. Aber ich kenne das Level ja schon so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich es jemals geschafft habe. Aber... Ich habe es auf jeden Fall auf YouTube auch schon mal gesehen. Wow. Das war gar nicht mal so schlecht gesprungen von mir. So, jetzt hier Icon mitnehmen und Maske. Maske ist hier sehr, sehr wichtig. Oh, jetzt auch so viel Fail-Potenzial. So ein krasses Fail-Potenzial in diesen Stellen. Krass. Man muss eigentlich springen, wenn die rechts ist. Eigentlich muss man springen, wenn die rechts ist. Muss ich mir auch merken. Sollte ich mir auf jeden Fall merken. Der Vogel ist nicht weiter erwähnenswert. Das ist nicht so schlimm. Die Stelle ist kacke. Die bewegen sich auch schon wieder so merkwürdig, ne? Die bewegen sich so merkwürdig. Das einzustudieren wird schwierig. Und das in der Zeit-Challenge. Oh mein Gott, wenn ich da schnell voran muss. Und bitte lass die Zeit human sein. Weil das Optimum wäre natürlich, dass die Folge trotzdem nur 30 Minuten lang ist. Ist aber natürlich Open-End. Das heißt, ich werde hier erst aufhören, wenn ich diese beiden Sachen geholt habe. Weil es halt ein... Weil es halt jetzt ein Special-DLC-Part ist. Es geht jetzt nur ums DLC. Und ja, mehr geht's ja nicht. Ich mache auch nicht das Finale jetzt hier. Außer ich bin jetzt innerhalb von 20 Minuten fertig. Dann machen wir natürlich die Platin-Trophäe hier klar. Das glaube ich aber nicht wirklich. Okay, ein bisschen warten ist gut. Und hier einfach springen. Da hat man noch genügend Zeit, das auszujustieren. Das ist nicht das Problem. Lass ihn schmeißen. Und wieder rauskommen. Oh! Oh Gott, ich hätte viel früher springen müssen. Ey, das Timing ist echt schlecht bei mir gerade. Ich meine, ich bin auch schon ein bisschen müde. Also ich weiß nicht, ob das jetzt so gut ist aufzunehmen. Aber ich bin jetzt halt in dem Flow und will weitermachen. Ich dachte, da kommt schon der Flaschenschmeißer. Der kommt da doch gar nicht. Oh, viel zu schnell, viel zu ungeduldig. Viel zu ungeduldig bin ich hier. Das darf man sich in dem Level nicht erlauben. Ich habe schon Probleme in dem Level ohne Zeit. Ey, müsst ihr euch mal geben. Ich habe Probleme, obwohl es hier nur in Anführungsstrichen, nur um die blöde Kistensammelei mit Sterben geht. Ich habe jetzt schon Probleme in diesem Level. Das wird mich an den Rand der Verzweiflung bringen, hundertprozentig. Ob es jetzt The High Road Level wird, weiß ich nicht. Aber ja, es ist auf jeden Fall krass. Und ich will ja nicht mal Platin haben. Also alles gut. Endlich mal weiter. Ne, so weit war ich ja schon mal. Oder? Das ist ja noch einigermaßen human für dieses. Ich kann mir das auch in Ruhe anschauen, ne, by the way. Ich muss nicht auf Brechen und Biegen. Was ist denn das für eine Scheiße? Was ist denn das? Oh mein Gott, da werde ich dran verzweifeln. Und das in der Zeit-Challenge ohne Sterben. Leck mich doch am Arsch. Ey, das ist Wahnsinn. Oh, was mache ich da? Wieso warte ich da nicht? Ich habe doch noch die Zeit. Ich muss nicht mich beeilen. Es ist doch noch gar nicht nötig. Ey, Junge, fall bitte komplett runter. Danke. Habe ich jetzt schon eine doppelte Mitleidsmaske? Nee, noch nicht, ne? So weit ist es noch nicht gekommen. Aber das wird noch kommen. Ich habe ja noch 89 Leben. Es problematisch wird, wenn ich irgendwann zurückgesetzt werde oder Game Over gehe. Hatte ich in dem Let's Play noch nicht. Kann aber passieren. Stellt euch vor, ich schaffe das jetzt. Das wäre eigentlich sogar ziemlich witzig, oder? Ein bisschen? Wenn ich jetzt hier 89 Mal sterben sollte, das wäre schon irgendwie ein... Ach komm, das kriegt man doch hin, oder? Ha! Ha! Ich bin doch da! Nein! Oh Gott, was mache ich hier? Ich hab doch Zeit. Was ist denn mit mir los? Wieso fail ich hier denn so oft? Ja, weil ich auch einfach in die Zeit-Challenge will. Ich bin im Zeit-Challenge-Modus. Ich habe jetzt so viele Folgen nicht mehr hier mich um irgendwelche Gems gekümmert. Und jetzt auf einmal muss ich es wieder. Aus heiterem Himmel. Das ist, jetzt habe ich einen Mitleids-Checkpoint bekommen, weil ich so oft gefailt habe. Willst du mich verarschen, Spiel? Oh Gott, jetzt habe ich den... Das ist ein Mitleids-Checkpoint, wirklich.
Alter, was spiele ich hier für eine Scheiße zusammen? Also wenn das so in der Zeit-Challenge aussieht, dann werde ich den nie schaffen. Ach du Scheiße, Mann. Hier muss man so ein bisschen Treppen steigen. So war das, ja. Und dann geht's ja eigentlich auch. Aber ich habe jetzt halt einen Mitleids-Checkpoint. Das macht mich... Oh nein, oh nein. Ha! Schaffe ich das? Ja. Checkpoint. Das ist der richtige Checkpoint, glaube ich. Das andere war nur... Ja, das andere halt, ne? Okay. Auch keine Kisten. Hier ist es eine ganz tückische Stelle. So, hier. Vorsicht. So, hier jetzt. Ich mach das jetzt sogar mal, weil ich hier und da mal wieder ein Leben haben möchte. Boah, Alter, das Timing von dem Ding. Alter, ich hab nicht mal... Nein, ich hab keine Maske. Nein. Ich hab keine Maske. Oh mein Gott, die Level gehen runter. Die leben. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die... Kann man hier nicht irgendwie runterfallen sogar? Warte mal, ich will es mal testen. Mann, lass mich das doch testen, bitte. Komm schon. Da fällt man also normal runter. Ich will nicht so eine Scheiße hier machen eigentlich, ne? Aber in der Zeit-Challenge kann ich das nicht probieren, weil da geht es um andere Dinge. Weil wenn mir das irgendwie Zeit sparen könnte, warum dann nicht nutzen? Aber ich glaube, es geht nicht, ne? Wobei, da runterfallen, es würde ja theoretisch... Oh, wo bin ich denn da jetzt dran hängen geblieben? Ja, 12 Minuten, Leute, und ich muss das erste Fazit ziehen. Ich glaube, das wird eine sehr, sehr lange Folge. Ich glaube, es wird die Stundenmarke sprengen, wenn das so weitergeht. Ja, ich glaube schon. Ich werde das Level ganz normal machen, wie es eigentlich auch angedacht ist. Ich bin hier nicht gut genug, um so eine Spielerei zu machen. Darum geht es hier nicht. Okay, am besten schon auf die hinteren Treppen springen. Weil hier ist es wirklich nicht... Okay. Nein! Was? Och, Leute, wieder eine Mitleidsmaske. Ich meine, dafür habe ich so viel Leben gesammelt, ne? Ach, schon wieder eine Mitleidsmaske. Oh, Mann, das Spiel hilft mir hier überall weiter, ne? Dabei will ich das selber schaffen. Ich wünschte, man könnte das ausstellen, wirklich. Das ist nicht der Sinn und Zweck hier, dass ich hier die ganze Zeit irgendwas in den Arsch gesteckt kriege. Ich meine, die Leben habe ich mir erarbeitet, aber still. Ich schaff's die Stelle einfach nicht mehr. Ich werde hier wahrscheinlich keine Maske haben. Im Zeitrun. Oh mein Gott, komm. Diese Sprünge. Ah, meine Fresse. Mann, komm. Das ist doch nur die Aufwärmübung hier. Kann doch nicht schon mein Ernst sein jetzt hier. Was ist hier los, Mann? Und jetzt die Maske verloren. Ja, ich kann den Run wegwerfen. Das wird nichts. Das wird nichts. Ich werde es nicht schaffen. Ich werde es nicht schaffen. Ich sag, ich werfe den Run weg. Und das ist hier einfach nur ein normaler, ich sammle alle Kisten Run. So ein ganz stumpfer, ich sammle alle Kisten Run. Holy shit. Jetzt, und jetzt schaffe ich es auswendig. Jetzt schaffe ich es ohne Maske. Leck mich doch am Arsch. Oh, schon wieder der exakt gleiche Fehler. Mann, komm schon. So, ja, rüber. Nochmal, ja. Auf da, rüber. Sehr gut. Flaschenschmeißer AD. Dann diese Stelle, warten auf die Dings, genau. Einmal rüber. Einmal warten. Nochmal. Rüber, ja. Ja. Oh, schafft. Oh. Okay, man muss schon auf die entweder zweite oder letzte Stufe und dann schafft man den Sprung auch. Okay, Vorsicht jetzt. Lieber weiter vorne landen. Oh. Und da wäre das Prio-Icon und das ist ein nächster Checkpoint. Leck mir doch die Füße. Scheiße.
Nicht die Kiste vergessen! Nicht die Kiste vergessen! Meine Fresse! Es ist keine Zeit-Challenge, wo es da egal wäre. Ich muss die jedes Mal wieder mitnehmen, auch wenn es nervt. Okay. Okay, ich habe das langsam raus. Da verliere ich also keine Maske mehr. Das ist soweit gut. Ha! Bitte. Gott, 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 warte, lass einmal pendeln, ist okay. Und jetzt. Ha! Selbst dann wird es nicht. Selbst wenn ich mir Zeit lasse, schaffe ich das nicht. Ich habe nur noch 79 Leben. Jetzt verliere ich meine Maske, weil ich zu unkonzentriert war an dieser Stelle. An einem blöden Wissenschaftler, der eine scheiß Flasche schmeißt. Das ist jetzt nicht das größte Hindernis. Alter, nee, ey, komm bitte. Hey, das wird... Warum mache ich das überhaupt? Weil ich 100% haben will. Auch hier, nicht nur trophäentechnisch, sondern eben auch generell beim Spiel, das den maximalen Prozentsatz von 105%. 98, wobei, kriegt man hier überhaupt 105? Ich glaube, es gibt nur 98, oder? Ich glaube, die 105 gibt es hier gar nicht mehr. Haben sie die nicht rausgepatcht? Warte mal. Hä? Was war das denn jetzt? Mann, was ist das für eine Scheiße? Wieso habe ich so Probleme? Habe ich jetzt eine doppelte Mitleidsmaske? Ja gut, jetzt muss ich schon, aber jetzt auf jeden Fall, kommen. Ich nehme das jetzt einfach mal an, dass mir so geholfen wird. Will nicht noch weiter Leben verlieren. Es ist okay. Aber mir fehlt die Fantasie, wie ich den Side-Run hier schaffen soll, ohne zu sterben. Alter, nein, jetzt verliere ich daran eine Maske. Gott, es gibt hier auch noch einen Checkpoint oder was? Ach nee, eine Fragezeichenkiste. Hätte mich aber nicht gewundert, das sage ich ganz ehrlich. Okay, mal an den Rand gehen. Ha! Mann, schon wieder nicht bekommen. Ach kommt schon, Leute, Alter, das Level ist doch insane krass, Mann. Komm schon, Alter. Das ist zu viel für mich. Und das sage ich, obwohl ich High Road schon heute geschafft habe, am heutigen Tag. Es ist mir einfach irgendwie zu viel. Ich weiß auch nicht, ey. Es ist mir einfach zu viel. Mann, ey, komm. Okay, das geht also auch schnell. Das ist schon mal gut, eine gute Erkenntnis. Komm. Okay. Dann muss ich da wieder raufkommen. Es ist aber gar nicht so einfach. Ich schaffe diesen Sprung nicht. Ich schaffe ihn nicht. Mann. Jedes Mal wieder an derselben Stelle zu fällen. Ich hasse es, Mann. Ich hasse das wie die Pest, Mann. Wieso klappt das nicht? Mann. Komm schon. Das ist doch nicht so schwer, Mann. Dieser Scheißsprung, Mann. Ey, das kotzt mich an, weil es einfach immer wieder dieselbe Stelle ist. Es kann doch nicht wahr sein. Was habe ich denn da so für Probleme mit? Verstehe es einfach nicht. Was ist denn da die Schwierigkeit dran? Ja, das Timing. Dann muss ich halt früher springen. Keine Ahnung. Oh. Ich bin gerade so geladen. Ich weiß gar nicht, wieso. Ja, weil ich das schnell hinter mich bringen will hier. Weil das nur ein blöder Ich-sammle-alle-Kisten-Run ist. Das kann doch nicht wahr sein. Mann. Hm, jetzt genau das Timing abpassen. Das ist so eng, Mann. Ja, ich hab's endlich mal geschafft. Meine Fresse, ey. Oh, ey, ich reg mich schon wieder zu sehr auf in dieser Folge, Mann. Das darf doch nicht sein. Ich hab doch schon so viel geschafft. Ich kann doch eigentlich froh sein, dass ich jetzt hier schon so weit bin. Was mach ich denn jetzt? Hä? Warte. Okay. So ist das gedacht. Ey, selbst das Bono, selbst das Brio-Level ist Stormy Ascent-like, Alter. Wollt ihr mich verarschen, Mann? Ich glaube, ich mache doch nochmal einen nächsten Part. Ganz ehrlich. Ich mache hier einmal das fertig. Und dann kümmere ich mich nochmal um das Stormy Ascent Relikt. Machen wir das so, dann habe ich nicht ganz so den Stress mit der Folgenlänge. Es ist sonst wirklich einfach nur scheiße. Machen wir so. Ich hätte nicht gedacht, dass ich für das Kistensammeln auch eine ganze Folge brauche.
Scheinbar ist es aber so. Ich meine, ich kann das Relikt gerne nochmal anfangen dann, wenn ich soweit. Wenn es bis dahin überhaupt soweit sein sollte. Aber, ja. Selbst das ist Stormy Sandlike, ne? Ich muss. Oh, das ist doch so knapp, Mann. Was mache ich denn jetzt hier? Nein! Ich muss, glaube ich, mit einem krassen Timing darüber springen. Dann kommt man wahrscheinlich von da unten auch schon da oben rauf. Und von dort oben kann ich das dann anders angehen. Das einzig Gute ist jetzt, dass ich hier keine Leben verliere. Stellt euch mal vor, das müsste man First Try schaffen. Zu früh gesprungen. Einfach zu früh gesprungen. Alter, das Level ist krass, Mann. Oh, Alter, das Timing. Das Timing ist massiv krass. Ich muss auf den Rand. Ganz weit auf den Rand. Nein, wieder nicht geschafft. Aber jetzt könnte ich theoretisch. Nee, geht nicht. Impossible. Ich muss tatsächlich da oben rankommen, glaube ich. Anders geht das ja gar nicht. Wie soll das sonst gehen? Okay, ich muss mich jetzt von der. Ja, das ist. Das ist so frustrierend, weil du jedes Mal wieder hier dieses Timing schaffen musst. Das kriege ich jetzt gut hin, aber. Alter, hier muss man auf der letzten Rille springen. Und dann kommt man da vielleicht irgendwo hoch. Es geht nicht, ich komme da nicht hoch. Und selbst dann ist die Kiste da oben ja nicht. Hä? Ist das wirklich so angedacht? Ich versuche jetzt erstmal normal zu spielen, also so wie vorhin. Ich meine, die Wumba-Früchte zeigen ja schon den Weg an, wie er zu sein hat. So ein bisschen zumindest. Ha. Ja, wobei, eigentlich muss man ja nur hier die. Dadurch wird die Kiste unten ausgelöst. Man muss erst die machen. Sonst ist nämlich die Range unten für die untere Kiste zu weit und dann würde man da nichts mehr holen. Dann machen wir so. Genau. Dann war das falsch. Dann war das alles gut. Und jetzt muss ich mich hier beeilen. Dann muss man das aber ein bisschen nutzen da oben. Weil man muss gleichzeitig da ja auch nach oben kommen. Das heißt, ich darf nur eine gewisse Anzahl an Kisten zerstören. Während ich auf der Sprungkiste bin. Also ich meine die Kiste, wo 10 Wumba-Früchte drin sind. Oder 5. 5. Also mehr als 5, aber man kann 5 mal draufspringen, so meine ich das. Das heißt, ich muss jetzt. Aber das ist das Gemeine. Jetzt ist da nämlich diese. Hätte ich in der Luft so machen müssen, damit ich unten wieder aufkomme? Das ist wirklich krass. Das muss ich erstmal irgendwie rauskriegen. Wie mache ich das denn jetzt am besten? Das ist ja wirklich krass. Das Problem ist, es ist sofort hier ausgelöst. Und dann ist es nämlich hier. Ah. Ja, aber dann ist ja die. Ich probiere jetzt mal mit Springen jetzt. Wird wahrscheinlich in einem Fail enden, aber das ist zumindest jetzt meine Idee, die ich habe. Eine kleine Idee, die ich habe, ist jetzt. Okay. Ich wollte doch hier. Aber da kommst du ja auch gar nicht hoch genug, um so zu machen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das holen soll. Oh ja, okay, das geht. Ja, okay, doch.
Okay, geht. Ich hab's raus. Man kann es schaffen. Also man kann von dort aus da oben raufspringen. Das geht schon. Das ist schon okay. Das funktioniert. Okay, dann ist es doch nicht so schlimm. Aber man muss das erstmal rausfinden. Macht aber gerade irgendwie auch Spaß, so ein bisschen das Level kennenzulernen und sowas. Dieses Bonus-Level habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. So, man kann es ja auch mal ein bisschen beschleunigen. Jetzt wollte ich schnell da rauf, damit ich da nicht wieder draufspringen muss. Ich dachte, aber das war dumm, weil dann bin ich natürlich in der Range von der TNT-Kiste. Die Frage ist, wie viel kommt danach noch? Ich meine, das sind schon 22 Kisten. Ich glaube, ich habe da vorher auch schon ein paar gesammelt. Also, ich habe die Hoffnung, dass es vielleicht danach gar nicht mehr so viel, dass danach gar nicht mehr so viel kommt. Das ist so meine Hoffnung, die ich habe. Oh, ich habe es sogar geschafft. So, einfach warten. Einfach warten. Ist alles gut. Genau. Und dann hier. Wupp. Oh, verdammt. Zum Glück hat das nicht geklappt. Oh, aber ich habe das nur einmal geschafft. Vielleicht darf ich nicht so hoch springen. Das ist vielleicht der Fehler. Weil eben habe ich es ja theoretisch fast geschafft. Also das ist... Oh, das wird lange dauern. Das wird lange dauern, das Bonuslevel, glaube ich. Das wird lange dauern. Ist aber gut, dass man hier wieder Leben bekommt. Wäre doch nicht... Ich meine, ich habe noch viele, aber ich will halt nicht noch weitere verlieren. Das ist halt... Ich meine, es gibt nicht mehr so viele Gelegenheiten, ihr Leben zu verlieren in dem Spiel, aber... Mann! Was ist die Lösung dafür? So hoch zu springen wie möglich? Ich versuche jetzt mal so weit an den Rand zu gehen, da bei der letzten TNT-Kiste, wie ich nur kann. Und dann zu springen. Vielleicht ist das die Lösung. Ich habe es ja eben knapp geschafft, aber dann bin ich leider runtergefallen, weil ich gar nicht damit gerechnet habe, dass das klappen kann. Ja, Brio, mischst du da mal rechts unten in der Ecke? Das wird noch eine Weile dauern vielleicht, bis ich bei dir bin. Ich hoffe nicht. Nee. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Es muss doch irgendwie ein Rezept dafür geben. Aber jedes Mal fail ich hier. Und das ist das Dumme, dass man jedes Mal so lange warten muss. Ich hasse das, wirklich. Ich hasse diese Warterei hier. Ich will weitermachen. Ich will auch endlich zur Relikt-Challenge. Das ist doch das, worauf es ankommt. Das ist doch nur Vorgeplänkel. Ich meine, selbst wenn ich da hochkommen würde, es würde mir ja nichts mal was bringen. Es ist völlig sinnlos, da hochzugehen. Vorher, es macht keinen Sinn. Und es gibt auch keine Mechanik, glaube ich, jedenfalls, die es einem ermöglicht, dass man die TNT-Kisten vielleicht nicht auslöst. Was habe ich da jetzt vorgehabt? Moment mal, ich habe eine Idee. Wieso bin ich da nicht vorher schon drauf gekommen? Ich meine, das wird trotzdem super eng. Ich habe ja ein bisschen Zeit, wenn ich da oben bin. Ich kann ja so machen und wieder zurückspringen. So und dann wieder zurück. Und dann habe ich ja bald, dann müsste ich ja dann eigentlich vielleicht ein, zwei, also diese Reihe um ein, zwei reduzieren können. Also den Haufen eigentlich quasi, den fliegenden Haufen. Vielleicht geht das ja. Also so und dann... Das wäre noch eine Überlegung, weil das sind ja einfache Kisten, die gehen ja dann nach einmal Wirbeln kaputt. Und die sind dann auch weg. Aber ich muss mich echt beeilen. Ah, das ist die Lösung. Das ist es, glaube ich. Ich muss nur besser treffen. Das zweite Mal habe ich, glaube ich, gar nicht getroffen. Und das hat mir dann natürlich alles versaut. 56 Kisten, da kommen nicht mehr viele danach. Also ein Torna-Bonus-Level gibt es ja wahrscheinlich auch nicht, so wie es aussieht. Also werden es am Ende dann 21 Folgen wahrscheinlich werden. Außer ich bin nächste Folge unglaublich gut und schaffe das halt sofort. Dann würde ich vielleicht das sogar noch in der Folge machen. Ja, Let's Play des Originals war ja diese Folge, die 19. Die letzte, aber naja. Ist halt
um einiges schwieriger. Ah, ich habe mich immer gefragt, wann passiert mir das mal? Da habt ihr den Tod. Den wolltet ihr doch bestimmt die ganze Zeit schon haben, oder? So, wir sind jetzt schon bei 30 Minuten. Ich habe es in 30 Minuten nicht geschafft, Stormy Ascent normal zu beenden. Das ist eine Ansage. Also wirklich, krass. Spricht für das Level auf jeden Fall und spricht gegen meinen Skill, der nicht vorhanden ist. Ja, ist ein Mix aus beiden, glaube ich. Aber das Level ist natürlich schon auch nicht ohne. Oh. Ist auch so gemein, dass du die Kiste erst rund... Du musst es so machen, sonst ist die Kiste Schrott. Das zweite Mal klappt immer nicht. Ich hasse es. Und ciao. Das zweite Mal kriege ich immer nicht hin. Und daran muss ich arbeiten. Wenn ich das zweite Mal das auch noch schaffe... Dann ist es gut. Dann schaffe ich das auch. Komm, das ist er jetzt hier, der Versuch. Volle Konzentration jetzt in den rein. Und dann schaffen wir das. No, ich konnte es wieder nicht abwarten. Das war einmal eine Millisekunde zu früh. Okay. Ist okay. Also ich finde das gerade echt nicht schlimm. Also das ist ja okay. Und dann gibt es ja auch, dann ist ja der hier ab hier auch wieder ein Checkpoint. Das ist schon okay. Holy shit, ich habe sogar... Das wäre sogar ausnahmsweise mal richtig geil, fällt mir gerade auf. Weil dann könnte ich vielleicht eine Reihe runternehmen. Also eine Kiste wegnehmen schon mal. Aber das werde ich nicht wiederholen können. Das war jetzt einfach nur Zufall. Ich habe damit ja auch gar nicht gerechnet, dass das überhaupt geht. Er hat sich ja theoretisch an der Kante ein bisschen festgehalten. Das Ding ist, ich kann da trotzdem nicht alle Kisten wegnehmen, weil es ja trotzdem gebraucht wird. Ich muss da ja wieder hochkommen, weil da ja eine Kiste erst später kommt. Durch die Ausrufezeichenkiste auf der rechten Seite. Ich habe davon ja nicht mal was. Ich habe davon nichts. Ich mach's auch nicht. Komm, ist egal. Brauchen wir nicht. Ist nur Zeitverschwendung, das die ganze Zeit zu versuchen. So. Ach, Vorsicht. Lieber so machen, alles gut. Und jetzt. Eins. Und jetzt bin ich runtergefallen. Let's go. Ich bin tot. Das war's. Komm ich nicht mehr hoch. Ciao. Ah. Vielleicht reicht es ja schon einmal und dann noch einmal mit richtig Schmackes. Das muss ich. Ich probiere es jetzt mal. Einmal so und dann wieder nach rechts. Springen. Also nochmal zurückspringen und dann werde ich einmal versuchen, nochmal richtig drauf zu gehen. Auch mit der Intention, dann da drauf zu bleiben. So, jetzt. Ah, gut, dass es nicht geklappt hat. Aha. Oh, ich war drauf. Nein. Das Ding ist, ich muss ja dann auch nochmal... Eigentlich muss ich direkt, wenn ich draufstehe, nach links springen. Weil ich will, muss ja dann noch drauf. Es geht ja nicht nur darum, die Kisten zu erreichen. Sondern ich muss ja auch rechts, links noch drauf springen können. Zumindest klappt das jetzt hier konstant, das ist gut. Dass das nicht auch so eine Wundertüte ist und jeden Mal klappt mal nicht, das wird mich echt frustrieren. Und dabei ist das nur ein Bonuslevel. Ich bin so ungeduldig, Mann. 35 Minuten schon. Knacke ich die Stundenmarke für einen einzelnen Gem, das wäre auch rekordverdächtig. Das wäre rekordverdächtig, ein normaler Gem. Ich springe mal von weiter hinten, das ist auch gut, ne? Ach, ist eigentlich egal, das Timing ist okay mittlerweile. Das juckt mich nicht mehr großartig. Und jetzt einfach hier stehen bleiben. Einfach, ich nehme jetzt die linke Hand weg. Einfach so, zack. Und dann ist hier doch eigentlich alles in Butter. Oh Gott, in Butter.
Also einmal so, wupp, und einmal... Und jetzt einfach nur draufspringen. Oh, das klappt nicht. Ich hätte nochmal wirbeln müssen. Ey, dieses Bonus-Level. Wir sprechen von einem Bonus-Level. Die Bonuspunkte. Was ist daran Bonus? Da könnte einfach oben Strafe stehen. Das würde genauso passen. So, jetzt hier. Wirbeln, zurück. Wirbeln und rüberspringen. Finally. Willst du mich verarschen? Ich wurde jetzt von der Metallkiste erschlagen, die da noch oben ist. Are you serious right now? Da freue ich mich, dass ich da endlich mal oben bin. Dann ist da eine Metallkiste, die mich noch erschlägt. Alter. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Das kann doch nicht wahr sein. Wie diabolisch willst du sein? Deswegen spiele ich Crash 4 nicht wahrscheinlich, weil wahrscheinlich jedes Level... Ich stelle mir in Crash 4 jedes Level so vor wie dieses Bonus-Level. Deswegen, ne. Hm. So, nochmal. Ich kann es ja mittlerweile. Wirbeln. Wirbeln. Springen. Und aufpassen, dass man nicht... erschlagen wird. Oh Gott, schaffe ich das jetzt überhaupt? Ja. Jetzt die einfachste Challenge überhaupt, aber ja. Hi, Brio. Oh mein Gott, ich habe es endlich geschafft. Meine Fresse. Und wir haben immer noch ein paar Kisten übrig. Immer noch 12 Stück. Jetzt gibt es einfach mal so ein Casual, einfach mal so ein Dreiervogeljump. Ja gut, der Checkpoint ist jetzt ein bisschen unnötig hier. Weil, naja... Wow, ich muss da springen. Auch eine wichtige Erkenntnis. Dass ich das machen muss. Und dann muss ich hier nochmal... Und dann schmeißt er da auch noch Sachen drauf. Ey, die sind nicht mehr ganz dicht. Die sind nicht mehr ganz dicht hier. Okay, dann muss ich hoch. Links, links oder rechts? Was ist besser? Ist egal, oder? Lass mich raten, das ist jetzt hier irgendwie wieder so ein tricky Ding, wo ich hier oben gegen irgendwas stoße. Oder? Hä? Achso. Hä? Achso. Achso, ja, ja. Ja, ja, ich verstehe. Hier muss ich hoch. Okay, und dann hier wieder Kisten. Es sind ja nur noch 8 zum Glück. Oh Gott, die schiebt mich. Okay, von hier aus ist es aber einfacher. Wenn man da die Kiste holen muss, die Kisten holen muss, ist das blöder. Aber das wird in der Zeit-Challenge wahrscheinlich nicht der Fall sein. Da wurde ich nervös. Aus welchem Grund auch immer. Keine Ahnung. War gar kein Grund, nervös zu werden. Trotzdem bin ich's geworden. So kacke. Oh! Das ist krass, das Level. Das ist krass, wirklich. Das ist wirklich schwer. Und jetzt muss ich ja die Kisten nicht wiederholen. Das ist gut. Also einfach nur noch jetzt hier draufbleiben. Okay, das macht die Sache erheblich leichter, wollte ich gerade sagen. Das war aber doch nicht irgendwie die, oder? Habe ich da irgendwas verpasst gerade? Ah, zu tief, oder? Ja, wieder tot. 25 Leben noch. Und noch 74 Leben noch. In welcher Welt habe ich gedacht, dass ich die beiden in einer Folge machen kann? Also mir war klar, dass ich länger mache, aber da habe ich jetzt eigentlich auch keinen Bock zu... Ey! Wow! Mitleidsmaske! Ich habe nur drauf gewartet! Lalalala! Und da ist sie! Und tschüss! Wieder tot! Ich schaff die... Das ist mir zu schwer. Wirklich. Wobei, das geht ja jetzt eigentlich. Aber das ist doch scheiße jetzt. Jetzt gehe ich mal auf die rechte Seite. Vielleicht ist das einfacher von hier aus. Nicht wirklich, oder? Nee. Das ist sogar... Mann! Nee, lieber die linke. Nein! Jeder Sprung muss genau getimt werden. Es ist so scheiße. Du kannst dich keinen Moment hier ausruhen. Es geht einfach nicht. Das Level bricht dich einfach.
Und echt, ja, ich muss die Kisten mitnehmen. Oh Gott, nein. Und das ohne Maske. Jedes Mal muss ich mir diese Kisten hier wiederholen. Dann springen wir erstmal auf die Ausgangsplattform. Und hier aus kann ich das viel einfacher machen. So. Und jetzt bitte mal weiterkommen. Danke. Okay, warte. Timing ist eigentlich gut genug, aber nicht so sehr gut genug. So viel Zeit hat man da jetzt auch nicht. Alter, wie knapp ist das Timing? Meine Fresse nochmal zu. Wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen, ey? Was ist das für ein Timing, was da erfordert wird? Und jedes Mal muss ich diese beschissenen zwei Kisten wiederholen. Jedes Mal, jedes verdammte Mal muss ich mir diese Kisten wiederholen. Und wenn das Timing schlecht ist, dann ist es... Oh Gott, Mann! Jedes Mal, wenn dieses beschissene Timing... Ne, dieses Timing, es ist... Für den Arsch, wirklich. Wenn das Timing scheiße ist, dann prallst du dagegen diese... Plattform, die rauskommt. Das ist scheiße, wirklich. Hier, wenn ich jetzt Pech habe, knall ich da oben gegen diese Plattform. Nein, nein. Oh Gott, das ist nicht so schlimm, zum Glück. Komm schon. Oh Gott, komm. Oh Gott, komm, ich brauche hier nach, glaube ich, eine Pause, das kann ich mir nicht noch weiter antun. Vielleicht nehme ich sogar erst morgen wieder auf, das ist mir zu heftig. Ich will aber heute noch eine Folge hoch, noch uploaden, oder freigeben, besser gesagt, von TBOGT, also deswegen. Okay, komm. Das Timing ist insane, wirklich. Oh, das Timing ist wirklich... Oh, das in der Zeit-Challenge. Alter, leck mich am Arsch. Man hat schon so viel geschafft bis hierhin. Da brauche ich auf jeden Fall eine Pause. Da mache ich morgen erst weiter. Das gebe ich mir nicht. Also nichts mit Platin heute, sondern morgen vielleicht, wenn ich das schaffen sollte. Oh nein, das Timing ist schlecht. Oh Gott. Ich mache, wenn die Treppe da ist. Sonst habe ich nicht die Sicherheit, die ich mir wünsche. Oh Gott, dann geht's hier immer noch weiter. Alter, dieses Level. Okay, dann kommt noch ein Vogeljump. Der ist ja nicht das Problem jetzt. Vogeljump, der... Oh Gott! Und das ohne, dass man sterben darf. Oh mein Gott, ich werde so sterben in diesem Level. Ich werde so vernichtet werden in diesem Level. Es wird mich brechen auf allen Ebenen. Es wird mich auf allen Ebenen zerstören. Deswegen mache ich das heute nicht mehr. Ich mache das für meine eigene Gesundheit. Alter, das ist für meine eigene Gesundheit, ist es das Beste, wenn ich das heute nicht mehr mache. Dieses beschissene Level, ey. Ich wusste, dass das irgendwie... Ja, eigentlich hätte ich es mir denken können. Ich mach lieber so, dann kann ich mir das ein bisschen aussuchen. Kann ich ein bisschen justieren. Also ich muss auf den Vogel springen, wenn die Plattform hinten ist. Und sollte langsam wissen, dass da eine Flasche kommt. Alter, in der Luft. Alter, was ein Wurf. Ey, jetzt mache ich mir langsam wieder Sorgen um die 100 Leben, ne? Wenn die nicht ausreichen, dann weiß ich auch nicht mehr. Dann bin ich einfach nur Kacke. Alter, das muss ich mir so krass verinnerlichen, ne? So krass verinnerlichen. Wie soll ich das denn machen? Warte mal. Im Flug, glaube ich. Hä? Also es geht irgendwie, aber ich habe gerade echt keine Ahnung wie. Und das wollt ihr, dass ich das ohne Sterben mache? Richtig? Junge, wollt ihr mich verarschen? Wie soll ich das ohne Sterben machen? Wer glaubt ihr eigentlich, wer ich bin? Der Entwickler? Nein. Wie kann man das am besten machen? Ich muss eigentlich springen, wenn die Plattform schon fast drin ist. Alter, wollt mich doch verarschen. Holy shit, Mann. Und dann kommt noch sowas danach. Alter, ihr wollt mich verarschen. Muss ich klettern? Nein, muss ich nicht. Ich muss nur weit springen.
Nicht von mir weggehen. Nein, Birdo, Birdo, nein. Jetzt muss ich das wieder machen. Aber es ist gut, weil das Übung ist. Das nehme ich jetzt sogar mal als Übung hin. Das ist gut. Meine Fresse, die Mitleidsmaske umsonst. Mann, du hast mir meine Mitleidsmaske weggenommen. Gönn mir doch einmal eine Mitleidsmaske. Okay, das ist mittlerweile nicht mehr so das Problem. Es ist eher das hier. Ich verstehe es langsam. Du musst so lange wie möglich auf dieser Plattform einfach verweilen. Und dann kannst du das auch schaffen. Also du musst einfach lange auf dieser Plattform stehen bleiben. Solange du eben kannst. Wir sprechen ja wirklich vom Millisekundenbereich, aber man hat einen gewissen Spielraum. Und das ist auch, das sollte man auch nutzen. Guck mal jetzt hier. Wenn ich jetzt rausspringe, während die da ist, ist sie nämlich rechtzeitig wieder da. Okay, danke Mitleidsmaske, sonst wäre ich hier schon weg. Und das habe ich leider wahrscheinlich beim Relict Run nicht. Die darf nicht von mir weg. Also eigentlich... Ja, okay, fail. Genau andersrum muss das Timing sein. Der Vogel muss auf mich zukommen, der zweite. Sonst kann ich das knicken. Okay. Alles gut. Das ist ja zum Üben da. Ne? Eigentlich kann ich ja über jeden Fail eigentlich... Also froh sein, in gewisser Hinsicht. Weil dadurch... kann ich dann die Stellen halt mehr üben. Gerade so eine hier. Guck mal. Geht doch. Gar nicht so schlimm, wie es aussieht, aber... natürlich doch ein bisschen Übungssache auch. Oh Gott, das war knapp. So, wie muss ich das jetzt machen? Genau so? Genau. Und dann kann man... Und dann schaffe ich den Sprung aber nicht. Alter, das ist Wahnsinn, was hier gefordert wird. Wahnsinn, das Ziel ist dahinter, glaube ich. Das ist der letzte Sprung. Wie kann der letzte Sprung noch so gemein sein? Wollt ihr mich verarschen? Das ist der letzte Sprung vom Ziel. Und der ist noch so gewagt. Ich hoffe echt, dass man hier auch Masken bekommt. Ich hoffe wirklich, dass man hier Masken bekommt. Sonst kann ich hier echt einpacken. Vielleicht sogar zwei packen. Weil es so krass ist. Okay, das habe ich mittlerweile drauf. Das ist nicht mehr das Problem, aber... das eigentliche Problem ist dieser Triple Jump wieder mit den Vögeln. Das hat wieder Slippery Climb Style, nur dass es irgendwie deutlich schwieriger ist als Slippery Climb. Schlechtes Timing. Ich muss sie ganz hinten erwischen. Und dann schaffe ich das auch nicht. Das ist ein... Ich glaube, ich gehe Game Over, wenn es so weitergeht. Leider. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Und dann muss ich das alles normal machen bis zu der Stelle. Also, es ist wirklich insane. Insane. Auch nicht der beste Sprung von mir jemals. Okay, du kannst... perspektivisch nach unten, was ist das? Mann! Come on! No way! Ey, ich brauche so eine Pause von dem Game. Ich kann nicht mehr, zu früh gesprungen. RIP. Vielleicht komme ich nochmal hoch? Nein. Tschüss. Ich brauche eine Pause. Ich brauche eine Pause. Ich halte es nicht aus. Ich brauche eine Pause, wirklich. Ich brauche eine Pause. Ich muss das jetzt beenden. Ja, wirklich. Kann nicht mehr. Ich brauche eine Pause. Ich brauche eine Pause. Ich brauche eine Pause. Ich brauche eine Pause. Komm. Und die Pause wird bis morgen andauern. Also ich bin schon stolz, dass ich das mittlerweile mit dem hier hinkriege. Also wirklich, ich dachte am Anfang, ich schaffe das gar nicht, aber das ist okay. Hier muss man den höchsten Punkt eigentlich nutzen. Nein, ich wusste, dass es früher oder später passiert, weil es einfach so knapp war jedes Mal. Jetzt auch noch sowas. Jetzt fail ich an Stellen, an denen ich vorher nie gefailt bin. Jetzt geht das los. Die Phase der Failerei. Und ich darf nicht durchdrehen. Ich muss ruhig bleiben, sonst schaffe ich das hier nicht. Das ist das schwerste Level im Game. Mit High Road. Ist das knapp? Oh, ist das knapp. Oh mein Gott, ist das knapp. So. Höchste Stelle und dann... Okay. So, wie gesagt, wenn der nach hinten geht, dann muss ich es machen. Dann muss das Timing auch gut sein. Und dann kommt er mir nämlich entgegen. Nein!
das Timing ist unfassbar krass, Mann. Wie soll ich... Ich kann es einfach nicht. Es ist nur random, wenn ich das jetzt schaffe. Gott, da muss ich mir sowas von Tutorials angucken, wie man das macht am besten. Um einfach zu wissen, an welcher Stelle man springen muss. Es ist unfassbar für mich gerade. Ich weiß nicht, wann ich es machen soll. Ich gucke immer nur auf den zweiten, aber ich muss wahrscheinlich auch noch auf den dritten schielen. Und ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich wusste, dass das früher oder später wieder passiert. Mann! Komm schon. Nicht schon wieder an solchen Stellen, an denen ich vorher null Probleme hatte. Jetzt geht das schon wieder los. Mann, das tut so weh, ey. Die letzten Kisten sind dahinter. Das heißt, das Ziel ist dahinter. Mann, ey. Ich pack's nicht mehr, wirklich. Ja, komm. Das Timing ist so... Selbst wenn du das Timing nicht perfekt passt, selbst dann ist es so krass, weil die so schnell wieder rein und raus fahren. Oh, ich fahre nochmal eine Runde lieber. Wobei, kriege ich jetzt hier nicht ein Problem? Gut, ich kann es natürlich auch so machen, oder? Geht das nicht auch? Nein? Oder vielleicht doch, aber ich hätte besser springen müssen. Weiß ich nicht. Wieder ein Leben vergeudet. Es sind nur noch 53, wollte ich sagen. Das sieht vielleicht aktuell noch komfortabel aus, aber das kann sich drastisch ändern. Das kann sich wirklich drastisch ändern. Und dann am Ende muss ich das wirklich wiederholen. Das ist der Worst Case, den man sich vorstellen kann. Nein. Nein. Okay, ich werde schlechter. Die Spannung steigt. Es sind nur noch 52 Leben. Es wird spannend, denn wenn ich es faile, dann muss ich alles nochmal neu machen. Da habe ich nicht so unglaublich Bock drauf, aber es kann passieren. Es geht mir langsam auf den Sack, dass ich das nicht hinkriege. So allmählich würde man doch mal erwarten können, dass man dieses Level einfach mal schafft. Oder? Das könnte man erwarten. Ey, ich werde so Probleme haben hier in der Zeit, in der Challenge. Ey, es wird so krass. Es wird mich so brechen. Es muss perfekt getimed sein. Also eigentlich, wenn er entgegenkommt und dann schon wieder abhaut. Jetzt kann ich es schaffen. Nein, oh, was ist das denn für ein Timing? Leute, was erwartet ihr denn von mir? Mann! Wie soll ich das denn schaffen? Mann, das ist so eine Grütze. So einen Sprung noch zum Schluss einzubauen, Mann. Ihr Hurensöhne, Alter. Wirklich. So ein Scheiß, ey. Meine Fresse, Alter. So ein Last Jump, Alter. Wollt ihr mich eigentlich verarschen, Mann? Was ist das? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Egal, welches Timing ich nehme, es ist immer verkehrt. Es ist einfach... Ja, viel zu weit weg. Wie soll ich das machen? Der muss mir wieder entgegenkommen, der Vogel. Es sind nur noch 50, Leute. Es wird spannend. Ich habe noch 50 Versuche. Das zu schaffen. Nur noch 50 Versuche. Ich sag mal ganz ehrlich, wenn ich hier Game Over gebe, beende ich die Folge. Dann ist das vorbei für mich. Ich würde schon fast sagen, dann ist das Let's Play für mich vorbei, weil es ist nicht zu fassen dann. Das kann dann einfach nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Ich checke dieses Timing nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Mann! Dieses bekloppte Scheiße. Mann! Was ist das? Mann, fickt euch doch einfach alle, Mann. Mann, ich kann langsam nicht mehr. Mann. Meine Fresse nochmal zu. Jetzt reicht auch langsam mal. Ich kann nicht mehr. Mann, hör. Jetzt tut meine Hand weh, weil ich damit auf den Tisch geballert habe, Mann. Geil. Ich hoffe, man hat es wenigstens gehört in der Aufnahme. Ich habe einfach keine Lust mehr. Meine Fresse nochmal zu. Es ist doch nicht mehr normal. Ich habe nur noch 47 Leben. Es ist realistisch, dass ich das nicht schaffe in diesen 47 Versuchen. Ich muss es leider so bitter konstatieren. Es ist möglich, dass ich das in 47 Versuchen jetzt nicht schaffe. Oh Gott, nein, jetzt muss ich mich ganz stark beruhigen. Ganz, ganz stark. Sonst nimmt das hier ein ganz, ganz bitteres Ende hier, dieses Let's Play. Ein ganz, ganz schlimmer Moment hier gerade für mich. Ich habe echt Angst jetzt, dass ich Game Over gehe. Und das ist unfassbar. Wirklich.
Ich will es nicht nochmal bis zu der Stelle machen müssen. Bitte nicht. Und dann hab ich halt, ich hab keinen manuellen Save vorher angelegt. Das heißt, dann muss ich wieder Leben farmen. Weil ich glaube, das geht einigermaßen, ne? Okay, das geht einigermaßen. Ich glaube, nein. Nein, was mache ich für Fehler? Jetzt komme ich da nicht mehr hin. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Beruhig dich, beruhig dich, beruhig dich, beruhig dich, beruhig dich, beruhig dich. Beruhig dich. Ich kann es noch schaffen. Ganz ruhig jetzt. Ich muss ganz ruhig bleiben jetzt. Es sind nur noch 45 Leben. Aber alles gut. Ich habe noch genügend Zeit. Ich habe noch genügend Zeit, um das hier zu packen. Oh Gott, schon wieder. Schon wieder das Timing nicht hingekriegt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ganz ruhig, ganz ruhig. Nicht, nicht. Nein, nein, nein. Stopp, stopp, stopp. Ruhig. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ich kann es nicht. Ich kann es mir jetzt nicht erlauben, hier durchzudrehen. Es geht nicht. Einfach ruhig bleiben. Vielleicht auch mal einen anderen Rhythmus ausprobieren. Einfach springen und gucken, ob es klappt. Oh Gott, schon wieder. Oh Gott, das hat geklappt. Gut. Okay, das hat auch geklappt. Da sollte ich drauf kommen. Wenn der jetzt klappt, habe ich noch einen neuen Versuch. Okay. Jetzt mal ganz ruhig bleiben. Einfach mal ein bisschen zusammen. Also was muss ich jetzt hier machen? Das eigentliche Problem ist ja, dass der dritte Vogel ganz links immer zu weit rechts steht. Beziehungsweise zu weit links ist, sagen wir es mal so. Das Problem ist, ich muss diesen Vogel erstmal erreichen. Das Problem ist, wenn er dann zu weit rechts ist, also wenn ich ihn deshalb erreiche, weil er zu weit rechts war, komme ich nicht nach links. Das heißt, ich muss ihn schon erwischen, er muss schon ganz weit links sein. Das schaffe ich aber nur, wenn das mittlere Vogel ganz weit links ist. Das versuche ich einfach maximal weit, die maximale Sprungdistanz hier auszunutzen. Das heißt, wenn er hier so ist, mache ich den hier, springe jetzt auf den ganz hinteren und dann den hier und dann schaffe ich es euch ganz knapp, jawohl. Und jetzt ganz vor. Oh, das ist gefährlich. Sonst kriege ich den da oben vielleicht nicht. Warte mal. Ja. Jetzt den. Oh, das war auch noch riskant. So hoch kommt man nämlich, glaube ich, nicht. Guck mal hier. Kommt man nämlich nicht hoch. Okay. Der Jam. Mein Gott. Yes. Ich bin ganz weit von dem Goldrelikt entfernt. Ganz weit, muss ich jetzt aktuell leider sagen. Aber ich habe jetzt auch schon so viel durchgemacht. Das Kronjuwel. 101%. Ah, so kriegt man über 100. Ja, ja, genau. 101, 105 müsste eigentlich das Ende sein. 105, genau. Jetzt habe ich durch das Level dann 104. 3 für das Level. Oder? Weiß ich gar nicht. Aber ich habe ja Great Hall auch noch nicht gemacht. Das gibt ja auch nochmal Prozent. Also noch ein Prozent wahrscheinlich. Ja, Leute. Die Zielzeit. 7 Minuten fürs. Alter, das ist krass. 4 Minuten 30 für Gold. Ich glaube, das ist richtig großzügig. Ich glaube, das ist in Ordnung. Die eigentliche Gefahr wird es nur sein, ohne Dings durchzugehen. Und wisst ihr was, Leute? Ich mache jetzt sogar noch einen Testversuch. Nur mal kurz. Ich will sehen, wo sind die Masken. Und so weiter. Ja, die Maske wird gleich weg sein. Und das ist dann keine Maske mehr. Okay, das unten wird zu keiner Maske. Das ist schon mal schade, weil ich hätte hier gerne eine gehabt. Okay. Und dann beginnt das große Leiden. Ich will nur mal kurz ein bisschen gucken, wann die erste Maske kommt. Ob überhaupt eine kommt. Also wenn sie ganz gemein sind, machen sie hier keine Maske. Ich glaube aber nicht, dass es 4 Minuten 30. Heißt also, man kann sich wirklich Zeit lassen, richtig? Oder muss ich mich trotzdem beeilen? Weil ich will mir auch nicht zu viel Zeit lassen. Das ist halt auch nochmal so ein Ding. Wenn man sich wieder zu viel Zeit lässt, ist man am Ende doch wieder nicht auf Goldkurs. Und das ist bitter, weil man dann das Level ohne Sterben geschafft hat und am Ende nicht dafür belohnt wird. Das heißt, ich will in diesem Let's Play nur ein einziges Mal eigentlich ins Ziel kommen. Und das ist dann mit der Goldzeit. Weil ich habe keinen Bock, weil das würde mich komplett auch einfach brechen. Okay, das war schon wieder blöd. Schon wieder blödes Timing, warte mal. Alter, holy shit. Da gibt es die erste Maske, okay. Das ist gut. Und die muss ich mir dann so lange bewahren wie möglich. Am liebsten bis zu der Stelle, wo man da so merkwürdig rüberspringen muss. Ich hoffe, ihr wisst, welche ich meine. Ja, super. Here we go again. Ich will ja nur ein bisschen testen. Ich will das ja nicht wirklich schaffen jetzt. Ich meine, ich hätte es jetzt auch mitgenommen, wenn ich es geschafft hätte, ne? Hätte ich mitgenommen. Hätte ich original so mitgenommen. Aber ihr seht ja, da fehlt ja noch eine Menge. Bis es so weit ist bei mir.
Ach, das ist aber auch wirklich ein Gefummel hier ohne Ende. Das ist so gemein. Da muss da oben das Timing passen. Jetzt muss es hier passen. Aber ich glaube, ich kann hier ruhig warten. Ah, geht nicht. Fail. Boah, ey. Wenn ich nicht mal den Anfang schaffe, dann muss ich diesen Vogeljump am Ende schaffen, Mann. Das ist so scheiße. Wie soll ich das denn machen? Ich weiß doch gar nicht, wann ich springen muss. Ich muss mir genau angucken, wann ich gesprungen bin. In meiner Folge, als es geklappt hat. Und das muss ich dann reproduzieren. Das nützt nichts. Das muss ich einstudieren. Das nützt nichts. Ich muss das einstudieren. Nein, was mache ich denn? Nein! Okay, nochmal. Kann ich das nochmal ein bisschen üben? Zack, zack. Zack. Mm-mm. Passt auch nicht. Jetzt aber. Jetzt hätte ich es geschafft. Schaffe ich nicht. Wobei doch. Schaffe ich. Gucken wir mal. Muss ich von da oben springen oder von hier unten? Ich mach mal von hier. Okay. Ich mach nochmal so weit, wie ich komme. Wenn ich vorher faile, ist es so. Ich werde vorher failen. Also ich werde jetzt nicht weit kommen wahrscheinlich. Also wenn doch, dann GG. Glaube aber nicht. Also es würde mich doch stark wundern. Das ist eine fiese Stelle, ne? Oder nee, das ist nicht die fiese Stelle. Kommt noch eine ganz fiese. 2 Sekunden. Ob es das wirklich jetzt tut, weiß ich nicht. Wenn man hier sowieso warten muss. 3 Sekunden immer gerne mit. Ah. Ich meine, das bringt mir nicht viel, ne? Bis jetzt. Ja, es ist lang genug draußen eigentlich. Man kann hier wirklich warten auf die Plattform und dann. Jetzt muss ich hier klettern auf die, aber das kann man die untere nehmen. Das war super knapp. Warten, bis er schmeißt. Und drauf springen. Killen. Nochmal lieber nochmal warten auf die Plattform. Okay. Tot. Okay. Vielen Dank fürs Zusehen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn ich mich hier in diesem Level einfach nur quälen werde. Bis dann.